Wir beginnen unsere Reise im Bahnbetrieb Sergeraden. Bis zum Ende der Dampflokzeit waren hier Loks der Baureihe 24 stationiert. Die ersten Lokomotiven dieses Typs kamen bereits im Oktober des Jahres 1928 nach Raden. Der VT-98, welcher auf der Drehscheibe des Bahnbetriebswerks bereitsteht, wird uns allerdings nicht auf unserer Reise die Kursbuchstrecke 386 entlang begleiten. Er gehört zur Museumseisenbahn Raden-Uchte, welche an einigen Wochenenden im Jahr Fahrten nach Uchte anbietet. Wir werden unsere Reise in einem modernen Triebzug der Bauart Talent der Eurobahn antreten, welche seit den 2000er Jahren den Betrieb auf der Strecke Bünde-Raden von der Deutschen Bahn übernommen hat. Vor Abfahrt des Talents aber schauen wir uns noch den Bahnhof in Raden etwas genauer an. Das Bahnhofsgebäude in Raden wurde circa um 1900 erbaut. Ein Jahr später, 1901, öffnete der Abschnitt Raden-Bassum. Ab 1904 fuhren bereits Personenzüge zwischen Herford und Bassum. 1909 erfolgte eine Erweiterung des Empfangsgebäudes. 1910 kam die Verbindung Raden-Uchte-Nienburg, Kursbuchstrecke 219b, hinzu. Raden war aber auch ein wichtiger Zugbildungsbahnhof. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rollten hier täglich bis zu 70 Güter- und Personenzüge durch den Bahnhof. Bis zu 600 Mitarbeiter waren Ende der 1950er Jahre im Bahnhof beschäftigt. Raden war quasi eine kleine Eisenbahnerstadt im Norden NRWs geworden. Raden verfügte auch über ein beachtliches Bahnbetriebswerk für eine Nebenbahnstrecke mit einem Ringlokschuppen mit 8 Ständen und einer 16 Meter Drehscheibe. Seit 1928 waren hier Dampflokomotiven der Baureihe 24 stationiert, später auch Lokomotiven der Baureihen 93 und 87. Zum Fahrplanwechsel im Mai 1966 kamen 13 Franco Crosti Baureihe 5040 dazu, welche allerdings ein Jahr später, 1976, ausgemustert wurden. Später wurde das BW zu einer Außenstelle des Bahnbetriebswerks in Löhne. 1989 wurde das Gelände an eine Eisengießerei verkauft, welche der Museumseisenbahn Raden-Uchte die Schuppenstände 1 und 2 zur Verfügung stellte. 1975 begann mit der Streichung der Nahverkehrszüge zwischen Raden und Bassum der langsame Niedergang. Auch der Güterverkehr wurde stark reduziert. 1994 wurde auch der letzte Eilzug Bremen-Bielefeld gestrichen. Der Personenverkehr auf der Strecke nach Uchte wurde bereits 1968 eingestellt. Allerdings wird die Strecke seit 1996 von der Museumseisenbahn genutzt. 1997 wurde mit der Einstellung der Strecke Raden-Bassum Raden zum Endbahnhof.